Nur sein Pferd hat überlebt. Aber das dürfen seine Männer nicht erfahren. Sonst haben sie keinen Mut, gegen Yusuf zu kämpfen. Ich finde es voll makaber. Vor allem, wer hat die denn da hochgebunden? Hat die dem irgendwie einen Stock in Arsch? Na, lass mal das. Mission 6. Reconquista. Reconquista? Ich spreche das bestimmt wieder falsch aus. Sorry, King Joe. So, aber jetzt kurz zum Chat. Ruxi. Also, ich kann einen Tannenbaum auch CO2-neutral fällen. Ja, und im Tannenbaum so viel Sauerstoff produziert, halt, muss ich auch mal bezweifeln. Also, es ist schon ziemlich Blödsinn, oder, mit dem Tannenbaum? Vor allem die Tannenbäume ja, die Weihnachtsbäume ja nur dafür gepflanzt werden. Nur mal so. Okay, dann habe ich noch irgendwas gelesen. Irgendwas mit Metaxa. Irgendwo stand was mit Alkohol. Ja, das mit dem Besaufen habe ich gestern mit Metaxa 7 Sterne und Apfel-Zimt-Glühwein gemacht. Ja, wieso? Du lebst doch noch. Du bist doch jetzt im Stream. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja, ist noch heute schon Weihnachten. Genau. Die Bäume werden noch extra gepflanzt. Eben. Also es werden keine Urwälder in Südamerika gefällt. Nur damit wir einen Weihnachtsbaum aufstellen können. So ist es nicht. Vor allem nicht in Deutschland. So. Siedler 2 nicht installiert. Ja, sorry. Okay, ich glaube, wir haben alle Punkte abgehakt. Sonst war nichts. Sonst war nur Blabla im Chat, ne? Und denkt an euren Twitch Prime Sub, ne? Auf Twitch. Kommt schon, Leute. Die Ente hat's vorgemacht. So, Mission 6. Let's go. Alleine in unserem Königreich Valencia waren wir ihnen ausgeliefert. El Cid erbat sogleich die Unterstützung potenzieller Verbündeter. Doch niemand eilte uns zu Hilfe. Das christliche Königreich Aragon war zu weit entfernt. Und König Alfonso von Kastilien hatte keine Eile, sich an El Cids Seite zu stellen. Selbst Cids alter Verbündeter, Mutamid der Maure, war uns keine Hilfe. Yusuf hatte ihn ins Exil in die Sahara geschickt, wo er den Rest seines Lebens als Dichter verbrachte. 10 Tage und Nächte jagten die Berber um die Stadt. Sie kreischten und trommelten mit ihren Waffen auf ihre Schilde aus Nilpferdhaut. Doch El Cid sprach seinen Truppen Mut zu, betete und plante einen Gegenschlag. Und dann geschah das Unvorstellbare. Während eines brillanten Überraschungsangriffs auf Gold und Pferde der Berber wurde Rodrigo Diaz, mein Sieg, von einem verirrten Pfeil getroffen. Der Angriff endete katastrophal und Cids Männer brachten seinen geschundenen Körper nur mit letzter Not zurück zur Burg. Rodrigo und ich wussten beide, dass er die Nacht nicht überleben würde. Doch wir wussten auch, dass die Soldaten Valencias ohne ihren Anführer nicht die Kraft haben würden, sich gegen die Berber zu behaupten. Als er dann seinen letzten Atemzug tat, band ich meinen Ehemann also auf sein Pferd Bavieca und legte ihm sein Schwert Tisona in die Hand. Bavieca stand hoch über der Stadt von Valencia. Ich konnte nur hoffen, dass die Männer das Schauspiel nicht durchschauen würden, dass niemand bemerkte, dass ihr Cid bereits tot war. Alter, was hast du gemacht? Du hast deinen toten Mann auf dem Pferd gebunden? Was zur Hölle? Und wer sind eigentlich die Berber? Naja. Ich hab mich wieder total vorbereitet. So, Hauptziele. Besiegen Sie die 3 Armeen von Yusuf, damit Valencia, Yusuf Türke, damit Valencia in Freiheit bleibt. Ey, Muruk, du wirst platt gemacht. Der Leichnam von El Cid nahe der Burg darf nicht zu Schaden kommen. Alter, der ist tot. Da die Bürger von Valencia sonst bemerken, dass sie ihren Anführer verloren haben. Oh nein. Gleiche Map wieder.
Ey, da war ein Weltwunder. Das sind nur Kriegsschiffe. Ihr habt Fettreusen. Das heißt, ich soll mich fett hier um Nahrung kümmern. Sonst... Was haben wir sonst so? Presto. Sí, de grado, de grado. Hier ein paar Truppen. Agora, agora, agora. Hier ein paar Truppen. Mein armer Rodrigo. Nur sein Pferd hat überlebt. Aber das dürfen seine Männer nicht erfahren. Sonst haben sie keinen Mut, gegen Yusuf zu kämpfen. Ich finde es voll makaber. Vor allem, wer hat die denn da hochgebunden? Hat die dem irgendwie einen Stock in Arsch? Na, lass mal das. Presta. Sí. Pfui. Construir. Servidora? Ihr könnt ja mal anfangen, hier das Holz wegzuhacken. Alter, was passiert hier gerade? Und wer ist hier eigentlich mit mir verbündet und wer nicht? Und warum bist du gerade gestorben? Fragen. Alter, was geht denn hier ab? Wegen, der ist mit mir nicht verbündet. Definitiv nicht. Schauen wir mal, was wir hier anstellen. Erstmal machen wir ein paar Trebuchets weg und reißt ihm hier die Gebäude ein direkt. Feuer frei, komm. Geht auf die Burg. Können wir vielleicht selber kurzfristig eins bauen? Oh ja, gerade jetzt. Wäre doch eine coole Sache und so. Und jetzt helft mal hier mit, damit das Sperrfeuer auf euch gelenkt wird. Stehen zwei Türme? Okay, alles klar. Da, du stehst noch rum. Wie viele Boote habe ich denn gebaut? Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche... Alter, ihr sollt nicht alle draufgehen. Wobei, wenn ihr die Burg schafft, das wäre schon mal... Das wäre schon mal eine Wucht, ne? Wenn die drauf geht. Aber das schaffen die Katapulte auch so. Bingo. Bingo. Bau dich einfach mal auf. Das könnt ihr jetzt eigentlich auch gerade selber durchziehen. Ich bräuchte nur mal einen zum Scouten. Und wir haben halt auch noch nicht sowas wie eine Nahrungsproduktion oder so. Wir haben eigentlich gar nichts. Da steht eine Reliquie rum, auch cool. Die Map sah vorne aber anders aus. Guckt jemand von euch die zweite Staffel von The Purge? Ich habe nicht mal die erste gesehen. Ich fand aber auch die Filme eher so Wayne. Leute, wir haben keine Nahrung. Doch, wir haben Boote. Wir haben ein bisschen Nahrung. Die Alte ihren Ehemann aufs Pferd geschnallt. Da war doch heute auch irgendein Bericht, habe ich im Radio gehört. Da hat eine Frau, ja,
ihren verstorbenen Ehemann in der Gefriertruhe eingefroren, 12 Jahre lang. Weil der hat eine richtig gute Rente gekriegt, der war wohl Beamter, ja. Und die hat dann noch 12 Jahre lang davon gelebt. Und hat niemand gesagt, dass der gestorben ist. Und das kam auch nur raus, weil sie jetzt nach 12 Jahren gestorben ist. Und hat man die Leiche in der Gefriertruhe gefunden. Alter. Auf der Welt passieren Sachen. Das gibt's gar nicht. So, komm, hier steht noch eine Hütte. Dann haben wir vielleicht schon den ersten ausgeschaltet. Kann das sein? Wo kommt jetzt der gelbe Reiter her? Warum trifft ihr nicht? Fragen über Fragen, ich weiß. Müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Mauern bauen. Und ist Gelb nicht mit mir verbündet? Nein, ist es nicht. Könnt ihr den nicht angreifen? Oh. Alter, das geht gar nicht, was ich hier sehe. Können wir ein paar Pferde bauen? Nein, können wir nicht. Oh oh. Gar nicht so cool. Dass du jetzt die alle mit hinter dir herziehst. Ey, bring sie weg. Warte mal. Lock den. Oh, bitte, dass du schneller rennen kannst. Geh alleine und du gehst auch weg. Renn hier runter in den Tod. Und weg von dem Kloster. Scheiße. Okay. Verpiss dich, Alter. Ich will die Reliquie haben. Also eigentlich kriegen wir ja auch so genug. Die Reusen halten ewig, oder wie ist das? Die müssen wir wieder auffrischen. Okay, haben wir jetzt hiermit angeklickt. Braucht Holz. Alles klar, sind wie Felder. Okay, habe ich verstanden. Cool. Dann können wir uns eigentlich auch die Felder mal sparen, ne? So, ich brauche wieder einen Scout. Da habe ich einen gebaut hier. Guck mal bitte, was hier oben noch so geht. Hoffentlich nicht so viel. Keine Ahnung, ob die KI in der Lage ist, anzulanden. Können wir uns nämlich eine Mauer schon sparen? Komm du mal her, dass sie vielleicht dann das Tor. Aber das Gold möchte ich aber auch noch mit einbeziehen. Irgendwie so steht. Sieht ja mal gar nicht kacke aus. Lol. Dein Ernst? Von wegen, ich habe ihn vernichtet. Habe ich gedacht. Okay, dann schnappt euch. Santiago! Ja, schön an die Burg. Komm. Hoch mit euch. Mande, de grado. Servidor. Presto. De grado. Manchmal kann es auch so einfach sein mit Reliquien. Da können wir ein Update fahren. Und wir haben neue Boote gekriegt. Gehst
Hier hin? Ist jetzt einer doppelt? Sehe ich das? Wenn einer nichts zu tun hat, sehe ich nicht, gell? Sehe ich nur bei Dorfbewohnern. Aber... jetzt hat jeder was zu tun. Hat er mir jetzt echt ein Ding zerlegt? Nee, ich habe ihm eine zerlegt. Stellt euch bitte alle da rein, dass ihr, wenn, falls noch was gebaut wird. Und ihr macht das. Nein. So macht ihr das. Okay. Mauer. Ich brauche nur ein bisschen Privatsphäre, verstehst du? Alter, nein. Alter, nein. So ein Penner. Ja, okay. Wir kommen da drauf zurück. Wir kommen da drauf zurück. Ich vergesse sowas nicht. Weil er mich immer mit Pferden angreift, könnte man ruhig mal ein paar Pikiniere bauen. Habt ihr auch ein bisschen Spaß, hä? Warum kann ich in das Update nicht... schnelles Feuerschiff? Das sind doch die, ne? Ja, die sind cool. Die mag ich. Die kann ich auch nicht mehr ausbauen. Setz mir da mal bitte noch ein paar hin. Jetzt passiert? Jetzt ist er offiziell tot. Gut. Dann kommt mal alle hier runter. Und ihr greift den an. Dankeschön. Ihr geht wieder hier rein. Safe und so. Und dann haben wir jetzt auch ein bisschen Wald. Naja. Oh, wie gut, dass ich Feuerschiffe gebaut habe. Was ist denn hier los? Ich baue wohl noch ein paar. Ey, verzieh dich. Alter, macht er meine Reusen auch noch platt? Der baut sie wieder auf, schön. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Es kommt da auch noch ein Angriff. Geil, meine Seeschlacht. Mal was anderes. Aber bleibt von den Bogenschützen weg, bitte. So, was macht ihr jetzt? Ah, das ist an der Mauer geklopft, das ignorieren wir mal. Also wenn er mich stresst, kann ich ihn ja auch stressen. Ist ja nur fair und so. Ihr geht mal aggressiv hier zu Werke. Wo ist dein Scheißhafen? Der kann nicht so weit sein. Aha, aber da ist eine Burg. Blöd. Dann brauchen wir vielleicht doch noch andere Schiffe. Warum kann ich die immer nicht bauen, weil ich zu wenig Holz habe? Okay. Alles klar. Macht mal, ja, fangt mal an, Holz zu fällen. Und ihr Ritter geht nochmal hier gucken, ob hier noch einer steht, um zu warten.
Komm, wir testen mal, wie effektiv ihr gegen die Einheiten seid. Ja, nicht so effektiv, aber auch es ist nicht so, dass ihr sie nicht tot kriegt, ha? Feuer. Reiter am Spieß. Ist hier jetzt Ruhe? Dann, komm mal bitte und bau das hier fertig. Da oben wäre auch nochmal Gold. Okay, alles klar. Ein paar Felder bauen wir. Warte mal, wo habe ich jetzt die ganzen Dorfbewohner? Achso. Ach so. Ich wollte ja gerade was für meine Holzproduktion erstmal tun. Okay, aber du könntest mal irgendwo eine Mühle hinsetzen, damit das Gebäude mal steht. Denn du fehlst mir. Und wo macht das Sinn? Irgendwo hier rein. Schon mal vorgeschoben. Und ihr geht jetzt trotz Burg mal einen Angriff auf diesen Hafen starten. Ihr seid 12 Stück. Muss ja reichen. Okay, das Fischerboot geht natürlich gar nicht, aber ihr sollt jetzt mal den angreifen. Da seid ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht effektiv dagegen, kann das sein? Nee, da seid ihr überhaupt nicht effektiv dagegen. Dann lasst mal das nochmal. Da räumt euch nämlich die Burg weg. Ich muss Häuser bauen. Ich könnte euch natürlich jetzt auch gediegen hier mal so ein bisschen in Defensivhaltung stellen. Da ist schon der nächste Affe. Bleibt mal bitte so stehen. Gut. Was passiert hier schon wieder? Ey, das muss jetzt hier zugebaut werden. Bist du durch? Danke, schön. Baust du mir vielleicht noch eine Uni nebenher und dann hätte ich gerne hier mehr Mauer. Construir. Presto. Okay, warum hast du das jetzt nicht fertig gebaut? Si. Mande. Construir. Talar. Einheiten der Kaserne und Schießanlagen und Stall zur Burg werden. Das hört sich doch gut an. Dorfbewohner haben außergewöhnliche Kampfkraft. Keine Ahnung, was die Aktion jetzt hier wieder soll. Das ist die einfach nur ich stress dich jetzt Aktion. Okay. Mein Trebuchet kann sich mal hier hin bewegen und meine Dingens auch. Ich werde ihn ja jetzt hier weiter nerven. Ihr habt einen Mönch, ihr kriegt noch einen. Achso, ich brauche Häuser. Next. Construir, 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 construir. Talar. Mande. Agora. Presto. Voy. Degrado. Servidora. Bau mal. Construir. Construir, construir. Degrado. Und ihr wollt doch jetzt hier gerne automatisch alle durch, ne? Guck mal, ich lasse es mal bewusst noch offen. In der Hoffnung, dass die KI jetzt auf die Idee kommt. Und bis jetzt tut sie das. Und dann kriegt sie voll auf die Fresse. Entspannt bauen wir hier ein Trebuchet auf. So. Hätten wir das. Chemie erforschen.
Warum bist du jetzt fett? Warum kann ich, sticht mir das jetzt ins Auge? Wie hast du das gemacht? Also, ich soll Chemie erforschen und dann auf Seite 2 einen Hafen Kanonenschiffe. Chemie. Wo ist Chemie? Hier ist Chemie. Sie? Du hast den schon zerlegt. Prima, das war der Plan. Jetzt könntest du dich eigentlich gerade mal da aufbauen. Ist noch ein zerlegen?